Ja, ihr sitzt ja drauf wie auf dem Trecker, ey. Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start. Und heute kommt mal wieder ein neues Video. Heute fahre ich die Honda CBR 125. Die fehlt ja auch noch in meiner 125er Reihe. Hat sich gerade angeboten vom Kumpel da, von der Kumpel. Dem gehört die und ja, der hat gesagt, jo, kannst du mal eine Runde mitfahren mit dem geilen Hobel hier. So, das machen wir jetzt auch einfach mal. Also, ich muss ehrlich sagen, ne, also ich finde, hier sitzt man ganz komisch irgendwie drauf. Also, es ist ja eigentlich eine Sportler, aber ich fühle mich eher hier drauf, als wenn ich eine Naked fahre. Also, ja, das Sitzverhalten ist auf jeden Fall echt komisch schon mal. Ja, das ist auch halt eine Viertakter, 125 Kubik. Und die Kupplung hier dran ist Ranz Level 1000. Also die ist richtig komisch. Die kommt so richtig spät einfach. Ich weiß nicht, das gefällt mir schon mal überhaupt gar nicht, diese Sitzposition. Kann auch einfach daran liegen, dass ich vielleicht zu groß bin. Ich bin ja 1,93 Meter, aber hier sitzt man richtig komisch drauf. Ich drehe aber auch nur eine kleine Runde mit dem Bike hier. Ich werde trotzdem gleich mal anhalten und dann werden wir einmal rumgehen um das Bike. So, Blinker. Was soll denn das werden? Ich fahre jetzt die Tage, irgendwann jetzt die Tage, fahre ich auch noch eine MT03 Probe. Ich bin auch bis jetzt noch nie eine MT gefahren. Doch, ich bin schon mal eine MT gefahren und zwar in der Fahrschule. Da bin ich mal ein, zwei Fahrstunden eine MT gefahren. Ansonsten die restlichen Fahrstunden habe ich damals mit einer Kawasaki ER6N oder so gemacht. Ja, irgendwie so war das. Irgend so eine Kawasaki. Aber zwei Fahrstunden musste ich mal mit der MT fahren. So, hier können wir mal Gas geben. Boah, der Sound geht eigentlich recht fit. Da kann man nicht meckern. Aber ich finde bei Honda, also motorentechnisch ist Honda auf ein ganz hohes Level einfach. Also Weltklasse einfach nur, muss ich sagen. Aber bei Honda ist das Problem, also mir gefällt Honda persönlich nicht so. Ich finde die einfach, ja die Form, ich finde die einfach nicht schön, muss ich ehrlich so sagen. Ist genauso wie bei Suzuki. Also Suzuki und Honda sind so zwei Marken, die mir optisch einfach überhaupt gar nicht gefallen. Suzuki finde ich allgemein überhaupt gar nicht gut irgendwie. Also jede Suzuki, die ich bis jetzt gefahren bin, fand ich irgendwie, ja, irgendwie mies. So, Honda lässt sich eigentlich recht gut fahren. Die Motoren sind wie gesagt auch ganz geil, Fahrwerk, alles, das ist halt bei Honda echt alles top, so meiner Meinung nach. Aber das Aussehen ist einfach nicht meins, das weiß ich nicht. Irgendwie stört mich die. Außer die ganz neue, oh, ich kenne mich mit Honda jetzt auch gar nicht so aus, die ganz neue CBR oder Fireblade, die sieht ganz geil aus, muss man einfach mal so sagen. Aber davor die ganzen Modelle, ich weiß nicht. So, können wir dann gleich mal anhalten und dann mal einen Walkaround machen. Wir werden hier vorne gleich mal anhalten. Auf jeden Fall stimmt irgendwas mit der Gabel nicht. Weil wenn man bremst, die schlägt so komisch irgendwie. Also ganz komisch. Also ich würde mal sagen, da muss bestimmt mal wieder Gabelöl nachgefüllt werden oder so. Oder ist es irgendwas anderes kaputt? Auf jeden Fall schlägt diese komisch durch. So, wir halten mal hier kurz an. Ich mache mal einen Blinker nach rechts. Leerlaufanzeige. Ja, mit dieser Gabel. Irgendwas? Oder ist es die Bremsscheibe? So, kurz gucken. Hinten kommt ein Auto, also steigen wir einfach nach rechts ab. So, wir können mal gucken.
weiß nicht. Ja, der Auspuff ist auf jeden Fall pottenhässlich. Junge, was ist denn das für eine Bazooka, ey? Ja, die hat schon verdammt viel Ähnlichkeit, finde ich, mit der CBR 600. Also die Harras mal hatte. Da hat die vorne mit der Front und von der Seite schon echt viel Ähnlichkeit, finde ich. Ja, ansonsten, ja, ich weiß nicht, mir gefällt es einfach nicht. Die Farben ist irgendwie so ein bunter Haufen. Vorne die Front. Ja. Seite ist eigentlich auch recht mies. Auspuff ist recht mies. Und das Heck, ja. Das Heck sieht jetzt nicht gerade geil aus. Also, ja, mir gefällt Honda einfach nicht, muss ich sagen. Ich finde die jetzt echt nicht schön. Sound. Ja, der Sound geht fit auf jeden Fall, aber ja, wie gesagt, Honda ist einfach nicht meins. Ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. So, ich bringe jetzt auch wieder zurück. Weil, ja, ich weiß nicht. Das war jetzt nur ein ganz kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ich bin sie jetzt zumindest mal gefahren und mein Fazit, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ist einfach, ja, mir gefällt die einfach nicht so. Ich finde, die lässt sich komisch fahren. Die Sitzposition gefällt mir überhaupt gar nicht und optisch gefällt die mir auch überhaupt gar nicht und da habe ich auch schon gar keinen Bock mehr zu fahren. Ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao und tschüss.